Okidoki. Ich denke, wir fangen schon mal an. Da werden vielleicht noch ein paar kommen, ein paar Nachzügler, wie so immer. Jo, ihr seht mich soweit, ihr hört mich soweit. Alles Banane, können wir starten. Sehr gut, sieht gut aus. Wunderbar, gut. Ich habe da so ein paar Elfen, die mich da unterstützen als Moderatoren. Die werden den Chat dann vor allem während des Vortrages verwalten und werden dann am Schluss auch Fragen, die ihr allfällig habt, sammeln und dann mir stellen, damit wir das auch noch beantworten können. Ich kann nicht versprechen, dass wir alle Fragen beantworten können, aber zumindest falls ihr eine Frage habt, dann fragt das sehr gerne im öffentlichen Chat. Somit willkommen zur zweiten Virtual Geek Mania Session. Schon eine Woche später, die Woche ist sehr schnell vergangen. Zum Thema Zertifikatsmanagement leicht gemacht. Ja, ich denke, wir gehen schon mal los, aber bevor wir da richtig starten, noch ein paar administrative Dinge oder organisatorische Dinge, die für euch interessant sein könnten. Zum einen mal die Aufzeichnungen, wie ich im Chat auch schon kurz erwähnt habe. Das habe ich das letzte Mal nicht erwähnt. Wir zeichnen also jede Session auf. Das Rack ist gestartet und im Anschluss an die Präsentation ein paar Stunden später, das braucht ein bisschen, bis es verarbeitet ist, könnt ihr das Ganze dann auch online unter itraineducateonline.de nachschauen. Entweder direkt in dieser Session, die ihr gebucht habt, oder eventuell auch im Webinar, das ich dann zur Verfügung stellen werde, was man auch kostenlos dann buchen kann. Und da werden auch die PowerPoint-Slides dann drin liegen, die ich da für die Präsentation verwendet habe. Dasselbe gilt auch für die Session von letzter Woche bezüglich den Remote-Arbeitsplätzen. Die könnt ihr also auch entsprechend als Webinar buchen im Nachhinein und könnt sie da nochmals anschauen, was wir da letzte Woche gemacht haben. Dann zu den Scripts. Falls es Scripts gibt, die ich abgeben kann, dann werde ich die bestimmt auch da zur Verfügung stellen. Ich habe jetzt hier in dieser Session spezifisch ein paar Scripts doch relativ in langer Arbeit erarbeitet und habe die auch nicht in allen möglichen Szenarien getestet. Also ich werde nicht einfach alle so for free abgeben können. Aber ich stehe natürlich für Fragen zur Verfügung. Ihr könnt mich gerne kontaktieren. Teilweise wäre es auch sinnvoll, wenn wir das Ganze projektmäßig mal anschauen würden. Und ich kann euch da gerne helfen, gewisse Dinge im Zertifikatsmanagement auch zu automatisieren und zu verbessern. Wie gesagt, das betrifft gewisse Scripts, es gibt andere Scripts und kleine How-Tos, die ich da gerne natürlich auch kostenlos abgeben werde. Dann habt ihr so kleine Greifer auf eurem Browser neben dem Präsentationsfenster. Da, also so vier Pfeile, die nach außen zeigen, mit dem könnt ihr auch diese Präsentation, wenn ich dann nachher auf die Bildschirmpräsentation, auf die Demo umschalte, größer machen. Da wird es vielleicht noch ein bisschen angenehmer. Ihr könnt natürlich auch mein Webcam-Bild größer machen, wenn ihr mich ein bisschen größer sehen möchtet, aber das würde ich da verhindern. Das ist nicht so wirklich spannend. Fragen, wie gesagt, könnt ihr stellen im öffentlichen Chat. Die werden gesammelt und am Schluss dann weitgehend möglich gestellt. Und ganz wichtig ist, ich meine, das Ganze ist kostenlos. Wir machen das wirklich auch, damit wir die Lockdown-Zeit, die Homeoffice-Zeit ein bisschen überbrücken können und das Ganze ein bisschen versüßen können. Dennoch ist es natürlich auch Aufwand. Und schön wäre es natürlich, wenn möglichst viele Leute mit dabei sind. Jetzt haben wir 58 von 83 Angemeldeten. Das ist auch immer schön, wenn man dann auch kommt, wenn man sich angemeldet hat, wenn schon kostenlos ist. Aber erzählt es bitte doch auch euren Freunden und Bekannten. Gebt es weiter. Tell your friends, sharing is caring. Weil ja, grundsätzlich könnte man auch das sagen, leitet es mindestens an 10 Personen weiter, sonst sieht es vielleicht mal so aus. Nee, Spaß beiseite. Lasst uns starten. Und ich glaube, grundsätzlich haben wir alle immer so ein bisschen Angst, wenn wir da so am Morgen aufwachen, nachdem ein Zertifikat eventuell abgelaufen ist. Wir wissen nicht genau, was die letzte Nacht so passiert ist. Und ja, vor allem vor den Anrufen der Benutzer haben wir sehr viel Angst, die uns da vielleicht kontaktieren, den Helpdesk einrennen und uns da irgendwie ja, penetrieren möchten mit ihren Anfragen, wieso sie jetzt da eine Fehler- oder Warnmeldung bekommen, wenn sie auf ihr geliebtes OWA zugreifen möchten. Und ja, da sollten wir natürlich helfen und schauen, dass es irgendwie passiert und wieder funktioniert. Und unser Motto ist dann meistens so, rette sich, wer kann. Wir haben es nicht unter Kontrolle, sind wir mal ehrlich. Die meisten haben Zertifikate,
nicht dokumentiert, nicht schön gelistet und nicht wirklich organisiert. Haben auch jedes Mal eine Pein, wenn es um eine Zertifikatserneuerung geht, haben eine Pein, wenn es darum geht, wenn der Netzwerkadministrator kommt und sagt, hey, ich sollte für diese Firewall noch ein Zertifikat mit Private Key haben, aber dieses Mal bitte im PIM-Format. Und da muss man wieder googeln, muss man wieder wissen und arbeiten und das ist dann oder kann ziemlich ja, ernüchternd und mühsam sein. Und ich meine, grundsätzlich ist da die Frage, wie kommen wir aus dieser Situation raus, um unser Gefühl am Morgen beim Aufwachen ein bisschen angenehmer zu machen. Und eigentlich ist es ziemlich einfach, die Lösung oder die Lösungen, aber man muss halt ein bisschen weniger fokussiert nach vorne schauen, wie die Katze das vielleicht hier eben falsch macht, sondern einfach vielleicht mal nach oben schauen oder nach links und rechts und da einen einfacheren Weg herausfinden. Also man muss sich halt wirklich organisieren im wahrsten Worte, Namenworte des Wortes. Grundsätzlich habe ich mir mal überlegt, was sind denn überhaupt unsere Probleme mit Zertifikaten oder mit Zertifikatsmanagement? Mir sind da spontan mal so eigentlich die vier Hauptprobleme eingefallen. Problem Nummer eins ist vor allem mal, was habe ich überhaupt signiert in den letzten Wochen, Monaten, Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, wenn es um die PKI-Zertifikate selbst geht. Ich meine, der weiß auch nicht mal so genau, was er alles signiert hat wahrscheinlich. Also das ist mal die Frage Nummer eins. Die Frage Nummer zwei ist dann... ja, ich habe es vielleicht jetzt rausgefunden, was ich signiert habe, aber wo ist denn dieses Zeug im Einsatz? Wo sind diese Zertifikate auch wirklich hinterlegt? Und ja, das ist auch immer so eine Sache, die man gerne mal rausfinden sollte oder wollte. Problem Nummer drei ist das Wichtigste eigentlich, wann läuft das Ding ab? Ich meine, solange die noch gültig sind, haben wir keine Probleme. Aber eben irgendwann kommt der wunderschöne Morgen oder bei einem Kunden mal, die... Wir haben so 5.000, 6.000 Mitarbeiter, da ist am Nachmittag um 15.16 Uhr plötzlich das Exchange-Zertifikat abgelaufen, sie hatten keinen Zugriff mehr auf OWA und auf all die anderen Dienste, die über HTTPS zur Verfügung gestellt werden. Die Anmeldung war nicht mehr möglich, weil natürlich auch da noch damals ein TMG im Einsatz war und über LDAPS die Domain-Controller abgefragt hat. Die Domain-Controller haben natürlich automatisch ihr Zertifikat erneuert und immer das Aktuellste bekommen. Normalerweise möchten sie das gerne für ein ganzes Jahr gültig haben. Irgendwann ging das nicht mehr, weil das Zertifizierungsstellenzertifikat weniger als ein Jahr gültig war. Aber Zertifikate in Microsoft sind ja so lieb, die stellen dann einfach ein Zertifikat aus, es sind halt nur noch 364, 363 oder irgendwann 20 Tage, irgendwann dann mal nur 2 Stunden, 1 Stunde, 1 Minute gültig ist. Und ja, wenn es dann halt nichts mehr gibt von der Zertifizierungsstelle, dann macht es dann bumm, der Domain-Controller hat kein Zertifikat mehr, lässt keine LDAPS-Verbindungen mehr zu für die Pre-Authentication, was natürlich nicht nur der TMG, sondern auch ein Sophos oder was auch immer gewesen sein könnte. Und schon Polters in der Kiste und Rappels in der Kiste und das ist dann nicht so cool, wenn da der Helpdesk überschwemmt wird. Wäre eigentlich damals in dieser spezifischen Situation auch gar nicht so ein Problem gewesen, wenn nicht niemand das Zertifikat der Root-CA, die eigenständig auf einem Standalone-Server installiert wurde, gewusst hätte. Also niemand hat das Passwort damals dokumentiert von diesem Standalone-Server. Man hat den hochgefahren, es war eine virtuelle Maschine, sie kam wenigstens wieder hoch. Und schlussendlich habe ich dann über den kleinen Rausbuben-Trick das Passwort des lokalen Administrators zurückgesetzt, damit wir auf einen grünen Zweig kommen. Und habe das Zertifizierungsstellenzertifikat erneuert, das UPCA, und dann entsprechend ging das alles innerhalb von Minuten eigentlich wieder gut. Also, als wir das Passwort mal hatten, war es eine Sache von 5 Minuten, das lief wieder. Aber eben, deshalb wäre es sinnvoll zu wissen, wann ein Zertifikat auch wirklich abläuft. Die Frage Nummer 4 ist, ja, eben dann kommen die Netzwerkadministratoren, die Sicherheitsadministratoren und alle anderen, die irgendwie irgendetwas von uns wollen, die Applikationsadministratoren und sagen, ich brauche ein PFX, ich brauche ein PIM, ich brauche ein CRT, ein CSR, ein SST, was da gar nicht drauf ist. Es gibt diverse Zertifikate, ist ein bisschen ein Dschungel, diese ganzen Dateinamenserweiterungen und Formate. Und ja, wie das einfach lösbar ist, um an die richtigen Dinge zu kommen, das wäre schon auch noch eine Lösung, die interessant sein könnte. Gut, aber gehen wir mal Problem für Problem das Ganze durch und schauen uns erstmal das Problem Nummer 1 an, was habe ich überhaupt signiert?
Und ich meine, grundsätzlich, wo sehe ich, was ich ausgestellt habe, ist die Frage. Die Antwort ist eigentlich relativ rudimentär und einfach in der Certification Authority. Das heißt, man geht auf seine PKI, seine CA, macht da das Zertifikatsmanagement-Tool aus, geht da auf Issued Certificates, ausgestellte Zertifikate und kommt die Liste und man sieht alle Zertifikate, die da ausgestellt worden sind, mit Ablaufdatum und allem drum und dran. Eigentlich wunderbar. Aber das Wörtchen Aber kommt eben auch noch vor dem Ganzen. Das Ganze hat der Teufel selbst programmiert, diese Konsole, dieses Snap-in, weil das hat so wunderschöne Probleme, die ich da eigentlich kurz in einer Demo zeigen möchte. Und dafür switche ich mal kurz um auf meinen Demo-Server. Ich mache mal kurz nochmals eine Umfrage. Kann die Freigabe jeder sehen? Das ist doch wunderbar. Einer nein. Aber 37, 38 Ja's. Ja, vielleicht lädt das noch nach oder man hat sich verklickt. Zwei nein, drei nein, vier nein. Das sind ein bisschen zu viele. Ich nehme sie nochmals kurz raus, beende sie nochmals und gebe den Anwendern nochmal eine Chance. Wie sieht es jetzt bei euch aus? Leider immer noch ein paar wenige, die das nicht sehen können. Wenige, gleich doch 10% von allen, die beantworten können. Im schlimmsten Fall seht ihr das nachher in der Aufzeichnung. Ich versuche aber, das möglichst gut zu erklären, was ich gerade tue und klicke. Okay. Wir gehen mal auf den Server Manager, da sind wir schon, und da starte ich mal das lustige Tool Certification Authority, das Verwaltungstool. Sehe dann meinen Namen der Zertifizierungsstelle. Ich habe hier jetzt nur eine Root-CA aufgebaut in dieser Lab-Umgebung. Klicke darunter auf Issued Certificates. Also im Prinzip ist es dasselbe zu sehen wie auf dem Screenshot vorher auch schon. Und das Problem ist jetzt folgendes. Ich habe rechts drüben einen Scrollbalken. Und dieser Scrollbalken, der ist ja, der sagt, es gibt gar nicht mehr so viele Zertifikate und gibt gar nicht so viel Platz. Wenn ich den also jetzt packe und ganz nach unten ziehe, dann macht es plötzlich Rups und der Balken wird kleiner und springt wieder nach oben. Wenn ich jetzt wieder ganz nach unten ziehe, macht es wieder Schwups, er wird nochmals ein bisschen kleiner. Also in anderen Worten ausgedrückt, man sieht nicht von Anfang an jegliche Zertifikate, die ausgestellt wurden, sondern es wird immer nur das geladen, was man gerade auf dem Bildschirm sieht. Das heißt, man müsste jetzt das ungefähr gefühlte 2 Milliarden Mal tun in einer großen PKI-Umgebung einer großen Unternehmung. Das ist jetzt nur eine Lab-Umgebung. Ich habe noch nicht mehr als 125 Zertifikate ausgestellt. Aber wenn das eine richtig große Umgebung ist, dann ist das eine ziemlich mühsame Sache, wenn man da das Ganze handhaben müsste. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier sage, okay, ich mache mal eine Sortierung auf das Certificate Expiration Date, auf diese Spalte, klicke auf diese Spalte, dann wird das Ganze neu aufgebaut und ich darf das Spiel mit dem nach unten scrollen neu beginnen. Der Balken wird kleiner, ich scrolle wieder nach unten und so weiter und so fort. Es gibt auch keine direkte, richtig gute Exportfunktion. Er versucht das zwar als Textfile zu exportieren, aber so wirklich gut ist dieses Textfile in der Qualität leider auch nicht. Also deshalb, eine ziemlich mühsame Sache, das Ganze über diese Bordmittel zu tun. Ja gut, jetzt könnte man also sagen, ja, heutzutage gibt es ja PowerShell. PowerShell ist modern und im PowerShell, da wird es wohl ein Modul geben, um diese PKI zu verwalten. Ich muss euch leider enttäuschen, gibt es noch nicht zumindest. Das heißt, wenn wir dann mal ein Get-Command ausführen und dann sagen, ich möchte mal alles sehen, was im Modulnamen irgendwas mit Search drin hat, dann kommt gar nichts. Und wenn ich das mache mit dem Modul Stern PKI Stern, dann bekomme ich zumindest ein paar Dinge.
die man da sieht, aber das bezieht sich eigentlich mehrheitlich auf das Zertifikatmanagement auf einem Client oder Server, aber nicht auf das PKI-Management, um eine ganze Liste zu bekommen. Man könnte zwar jetzt sagen, ja, aber das Ding hier, das GET-Certificate, das könnte noch spannend sein, aber grundsätzlich, nö, das bietet es nicht an, weil dieses GET-Certificate, was man da sieht, das ist eigentlich nichts anderes als ein New Certificate. Mit dem kann ich ein neues Zertifikat von einer Enterprise CA beziehen in meiner Active Directory-Umgebung. Eben, es ist eigentlich vom Namen, von der Namensgebung absolut falsch gewählt. Das ist nicht ein GET, das ist ein New Certificate. Ja klar, ich bekomme es von einer Zertifizierungsstelle, aber ich mache eigentlich ein neues. Könnte man darüber streiten. Gut. Gibt es eine Alternative im Command Prompt? Leider ja. Im Command Prompt gibt es nämlich schon seit Urzeiten dieses wunderbare certutil.exe. Certutil.exe ist im Prinzip so eine Fusion. Mit dem kann ich zum Beispiel lokale Zertifikate anzeigen, bearbeiten in meinem Zertifikatstore. Ich kann mit dem aber auch die PKI komplett verwalten. Ich kann mit der mehr in der PKI machen und einstellen, als ich im GUI einstellen könnte. Plus ich kann damit auch die PKI-Eigenschaften in Active Directory verwalten. Sogar das funktioniert mit diesem Certutil. Einer dieser 2 Milliarden gefühlten Parametern ist der Parameter minus View. Minus View bekomme ich eine riesen Liste von meiner ganzen Zertifikatsdatenbank meiner Zertifizierungsstelle. Und das hat man jetzt auch auf dem Screenshot schon mal einigermaßen gut gesehen. Ich möchte es dennoch nochmals kurz zeigen auf meiner Lab-Umgebung. Gebe dafür den Bildschirm nochmals frei. Vielleicht sieht ihn jetzt der eine oder andere mehr. Wir machen das mal zu. Und ich gehe hier mal auf das gute alte schwarze Command Prompt und gebe hier mal ein certutil-view. Und am Anfang sieht man eben dann diese Headers, die wir auch auf dem Screenshot gesehen haben. Und anschließend kommen die ganzen Daten, das ist bei mir jetzt ein bisschen flüssiger, das macht nur noch spult schön ab nach unten. Jegliche Informationen zu jeglichen Zertifikaten, inklusive deren Public Keys, deren Fingerprints, deren ganzen weiteren Flags, die gesetzt sind, etc. Also ganz, ganz viele Informationen, die da daherkommen, leider in einem ganz komischen, lustigen Format und nicht in einem Format, das jetzt Komma separiert ist oder in XML oder JSON-Format, sondern einfach irgendwie einigermaßen formatiert, dass man jetzt da vielleicht noch mit Regex irgendwas auslesen könnte, um dann diese Information dahinter zu bekommen. Aber eine ziemlich lästige Sache, also nicht wirklich hilfreich auf den ersten Blick. So, jetzt ist natürlich eben die große Frage, geht sowas dann auch in schön? Weil jetzt haben wir gesehen, das GUI ist nutzlos, das Command Prompt Tool, das produziert sehr viele Daten, die nicht wirklich gut lesbar und darstellbar sind. Ich könnte die jetzt auch in eine Out-Grid-View nehmen, aber dann sieht man auch nicht viel mehr. Da gibt es eine Spalte, die all die Informationen beinhalten, einfach dann schön getrennt nach Datensätzen. Das sind alles keine Lösungen, da muss schon was anderes her. Und da hat sich schon jemand mal die Mühe gemacht, und das ist so ein bisschen der erste Tipp, falls ihr es noch nicht kennt. Es gibt da die PKI-Tools in der Version 1.6 in der PowerShell Gallery. Einfach mal nach PKI-Tools aneinander geschrieben suchen, im Google, Bing, whatever. Und dann solltet ihr eigentlich ziemlich schnell auf diese PowerShell Gallery Links kommen. Schaut einfach, dass unten die aktuellste Version gewählt ist. Also hat innerhalb von 20 Tagen der David Jones ein paar Versionsanpassungen gemacht, Kleinigkeiten angepasst bis zur Version 1.6 daneben. Aber seit 2017 gibt es da auch keine großen Anpassungen mehr. Ja, aber es hat ein paar ganz tolle Sachen drin, dieses Modul. Und zwar, wenn wir das mal anschauen, was da alles so für CMDLets verfügbar sind. Dieses Modul gibt mir zum Beispiel ein CMDLet, um den CA Location String zu holen. Das zeigt mir einfach an, wo die PKI installiert ist. Ist jetzt nicht wirklich eine extrem wichtige und nützliche und extrem schwierig, sonst anderweitig zu finden, der Information. Aber immerhin, man könnte es jetzt auch über PowerShell. Dann haben wir Get Issued Certificate. Das finde ich das CMDLet überhaupt dieser ganzen Sammlung, dieses Moduls. Das ist absolut Gold wert. Und das ersetzt mir jetzt eben genau diese Probleme,
die wir vorher gesehen haben mit dem GUI von Microsoft. Mit dem kann ich das Ganze darstellen, was ausgegeben wurde von der PKI in wirklich in extrem schneller Zeit und kann es nachher ins Excel exportieren, ins XML-Format, in was ich auch immer gerne möchte. Also das werden wir vor allem nachher noch kurz anschauen in der Demo. Dann gibt es noch Get AD Certificate Template, da kann man die Eigenschaften von Zertifikatsvorlagen anschauen. Das ist nicht der Riesenhammer, das geht im GUI wunderbar. Get Certificate Authority, das ist kein Typo, er hat da wirklich das E vergessen bei Certificate. Einfach nicht, dass es dann irgendwie falsch runterkopiert oder irgendwas. Das ist leider so, könnte natürlich angepasst werden. Ich habe es einfach nach dem Original gelassen. Zeigt die Eigenschaften einer PKI an, aber auch nicht viel mehr als den Namen und wo sie sich befindet. Dann haben wir Get Certificate Template Object ID, OID. Mit diesen können wir den Namen eines Templates auflösen in die Object ID, die dahinter steckt, weil man das teilweise auch braucht, um an Informationen zu bekommen. Hier habe ich auch den Download-Link direkt nochmals integriert, den könnt ihr nachher dann im PowerPoint Slide Deck dann auch direkt entnehmen oder eben kurz googeln danach. So, ich möchte das einfach noch kurz in farbigen Bildern zeigen, wie das funktioniert. Ich gehe dazu nochmals auf meine Lab-Maschine. Und gehe da mal in mein PowerShell-Fenster, in mein schönes blaues. Und ja, dann machen wir mal dieses Get Issued Certificate-Ding, das eigentlich ziemlich cool ist. Und ich möchte das jetzt nicht auf dem Bildschirm im PowerShell-Fenster so sehen, sondern ich möchte das eigentlich gerne sehen in einer schönen grafischen Darstellung. Darum pipe ich das dann in eine Out-Grid-View. Da kann man ja eigentlich alles, was PowerShell an Output produziert, eben schön darstellen lassen und nachher einfach auch alles markieren, ins Excel übernehmen etc. Drücke Enter und dann macht das schwuppdiwupp und ich habe die ganze Liste aller Zertifikate, die von der PKI ausgestellt wurden. Ich habe keinen Scrollbalken, den ich da adjustieren muss und der immer kleiner wird, wenn ich nach unten scrolle, sondern ich habe wirklich alles. Ich könnte natürlich jetzt auch sagen, dass ich gewisse Dinge wie das Binary Certificate als Base64 kodiert gar nicht drin haben will, dann würden die Zeilen auch ein bisschen weniger hoch werden und die Liste ein bisschen schöner. Aber eben, ich könnte das Ganze jetzt einfach mit Ctrl-A markieren, Ctrl-C drücken, dann Excel öffnen, Ctrl-V, um das dort einzufügen und könnte es dort weiterverarbeiten etc. Was ich auch noch ziemlich cool finde, ist dieses Get Issued Certificate hat noch einen, also mehrere Parameter, aber einer ist Gold wert, nämlich der Parameter Expire in Days. Da kann ich sagen, ich möchte mal nur die auf der Grid View sehen oder weiterverarbeiten in einem Script, in dem ich vielleicht eine Mail auslöse, sobald das zutrifft, die in den nächsten 30 Tagen ablaufen. Jetzt bei mir ist das keins. Ich müsste jetzt, weil ich halt alles so dreijährige Testzertifikate ausgestellt habe, müsste ich da auf 1300 gehen, dann habe ich wieder ungefähr alle. Aber eben, das funktioniert auch ganz gut, um das zu filtern. Und so im regulären Business wird man das sicher mal gut gebrauchen können. In einem Skript dann vielleicht auch, wo man dann einfach sagt, hol das Ganze mal in eine Variable, expire soon, certs gleich. Und dann kann man ja auch schauen, ob diese expire soon, certs equals null ist, ob es überhaupt irgendwas ist. Das ist null, das ist true, könnte man in eine if-Abfrage packen. Wenn es aber false ist, das heißt, wenn es was drin hat, was demnächst abläuft, dann bitte mach eine E-Mail, speichere das Ganze als CSV-Datei und schicke es bitte als Attachment, so als Idee, wie man das Ganze noch weiter treiben könnte. Da habe ich auch noch kein pfannenfertiges Skript, aber das werden die Projekte dann auch in Zukunft zeigen, ob da mal so ein Request entsprechend kommt, dass man das umsetzen könnte. Ja, vielleicht noch als zweites Beispiel eines CMDLs, das da in dieser Sammlung verfügbar ist, ist das Get Certificate Authority. Wenn ich das ausführe, sehe ich halt einfach die Information, dass da eine Root-CA existiert in meiner LDAP-Domäne. Und ja, das Ding ist stehen zu diesem Objekt. Das sind jetzt nicht wirklich extrem hilfreiche Informationen. Um das eigentlich herauszufinden, gehe ich eigentlich viel besser in ADS Edit. Gehe dann in ADS Edit auf den Configuration Context und im Configuration Container vom Active Directory habe ich dann auch unter Services
die Public Key Services. Darunter habe ich die Enrollment Services. Da sehe ich alle PKIs darunter, die Enterprise CS sind und auch automatisch Zertifikate vergeben könnten. Also alle organisationsbasierten Unternehmenszertifizierungsstellen Enterprise CS sehe ich immer unter Enrollment Services. Das sind keine Standalone drin. Und ausnahmsweise ist es halt meine Root CA eine Enterprise. Normalerweise würde ich die als Standalone machen und dann darunter Subordinated Enterprise Sub CS generieren. AIA sind einfach jegliche Zertifizierungsstellen unter Certification Authorities. Sehe ich auch jegliche und unter CDP sind die CRLs abgelegt, also die Certificate Revocation Lists, die Sperrlisten. Also Enrollment Services sind nur die Enterprise CS. Wenn ich jetzt hier mal in die Eigenschaften gehe und mir die Attribute anschaue, dann sehe ich hier unter anderem auch den DNS Hostname, da sehe ich, auf welchem Gerät ist denn diese CA installiert, um diesen Link auch noch zu haben. Und so hole ich mir eigentlich so fast mehr Informationen raus, als ich hier mit Get Certification Authority in diesem Modul gesehen hätte. Aber eben, nice to have, es gibt auch noch dieses Get Certificate Template OID, wo ich als Parameter den Namen eines Templates angeben könnte, wie der, ich habe ein Template, das heißt Webserver minus 3 years, weil es 3 Jahre gültige Zertifikate ausstellt und bekomme dann die Object-ID. Also, da könnte man jetzt aber auch ganz regulär diese Certificates, Certificate Template, Zertifikatsvorlagen mit rechter Maustaste, wenn dieser Wartekringel dann mal weg ist, auf Manage klicken und sehen dann jegliche Zertifikatsvorlagen, unter anderem auch die Webserver 3 Years und könnte da in die Eigenschaften gehen, um da jegliche Attribute zu sehen. Gut. Das heißt, was habe ich signiert auf meiner Enterprise CA? Das ist eigentlich dieses Problem gelöst mit diesen Maßnahmen, mit diesen PKI-Tools, PowerShell-Modul, das ich da ziemlich cool finde und auch wirklich kostenlos im Internet zur Verfügung steht. Problem Nummer 2 ist immer die Frage, ja gut, jetzt habe ich da schon Zertifikate draußen, aber wo sind denn die Dinger im Einsatz? Das ist eben auch noch die gute Frage. Und ja, mit dem Tool da von Microsoft könnte man sagen, kann man das herausfinden. Nee, es gibt natürlich kein Tool, das Leben ist kein Ponyhof, würde da Microsoft sagen. Das musst du schon dokumentieren. So, das heißt, ja, eigentlich ja schon, aber ich habe da mal was vorbereitet. Weil das war mir auch ein bisschen ein Dorn im Auge, diese ganze Geschichte. Und ja, Microsoft, nehmt euch da mal ein Beispiel, da könnte man doch was tun dafür. Und zwar, wie wäre es mit folgendem Ansatz? Das war so meine Idee dazu. Wie wäre es, wenn wir ein PowerShell-CRM-Bereit hätten, wo man einen OOP-Pfad angeben könnte, zu einer O, wo sich Computer, Server, was auch immer drin befindet, oder befinden, ganz viele von mir aus, dass man diese dann per Remote abfragt nach lokalen Zertifikaten im Local Machine Store, die auch einen Private Key vorweisen, also diejenigen, die man auch brauchen kann für irgendeinen Dienst, und diese dann konsolidiert in einer Liste ausgeben würden. Das wäre doch schon so ziemlich cool, oder? Was meint ihr? Hast du erst aufgewacht? Ja, das wäre schon eine coole Sache. Hä? Jo, kurz und gut, ich habe mich dran gemacht und sowas programmiert und das sind nicht mal unbedingt besonders viele Zeilen geworden. Wenn ihr diese 3 Zeilen eurer Idee nehmt, dann könnt ihr das ohne weiteres ein Skript umsetzen. Also wie lesen wir alle selber im AD aus? Get AD Computer, Filter Stern, Minus und dann den Pfad angeben. Ich möchte nur gerne ab dieser O das Ganze haben. Dann machen wir einfach einen Invoke Command, indem wir per Remote einen Befehl auf diesen Zielsystemen ausführen. Das geht natürlich nur, wenn das auch entsprechend von der PowerShell-Version auf den Zielsystemen unterstützt wird. Ja, das ist ein Manko. Wir können keine Netzwerkgeräte abfragen oder Nicht-Windows-Systeme oder Uralt-Windows-Systeme, aber zumindest ist es mal ein Ansatz. Und ja, wenn man die dann entsprechend mit dem Command abfragt nach Zertifikaten, was man ganz normal mit einem DIR machen kann in PowerShell, ich zeige es euch nachher noch, wirklich eine schöne Sache, können wir das natürlich auch ganz einfach danach konsolidieren und einer Liste ausgeben. Ich zeige euch das mal auf meiner Lab-Maschine.
So, wir bleiben also in PowerShell und ich habe da einen wunderschönen Namen für dieses CM-Thread generiert. Also vielleicht noch zur Information, in unserem Active Directory in diesem Lab haben wir hier eine UU namens Server im Root der Domäne und dieser UU Server haben wir insgesamt in der Lab-Umgebung nur drei Computerkonten, MS01, No01 und No02. Und diese Server-OU, da hole ich mir jetzt noch kurz im Attribute-Editor und Distinguished Name raus, weil den braucht er noch als Parameter, um zu sagen, ab welcher O-Stufe möchte ich das Ganze gerne auslesen, diese Computer. Mach also dieses Magic CN-Thread auf von meinem Modul, das ich da geschrieben habe. Das nennt sich Get Certificate List from Server. Und als Parameter gebe ich hier eigentlich lediglich an, aus welcher OU diese Server kommen. Hat zwar keine Abstände drin, aber ich nehme es dann dennoch gerne in Anführungs- und Schlusszeichen. Und möchte das nicht im PowerShell-Fenster rausgeben, sondern einfach convenient, kurz in einer GridView. Also man kann das auch pipen in Out-GridView. Drücke dann Enter und jetzt passiert Magic im Hintergrund. Er geht alle Server durch und die Liste baut sich auf. Eben, ich habe jetzt nur drei, ich habe auch nicht besonders viele Zertifikate auf diesen installiert. Aber ich sehe hier sehr schön, was da alles existiert. Und ja, um das Ganze vielleicht noch ein bisschen schöner zu zeigen, ich hole mir da mal kurz ganz normal ein neues Zertifikat auf meinem MS01 über das Active Directory von meiner Enterprise CA. Da braucht er manchmal ein bisschen etwas. Sollte aber nicht funktionieren. Da haben wir das Webserver 3 Years. Muss hier aber mindestens noch einen Common Name mitgeben, damit das auch ausgestellt wird. Judihui.com. DNS-Name machen wir jetzt nicht, wir machen das einfach. Enroll. Und somit habe ich jetzt dann gleich hoffentlich ein Zertifikat aufgrund der Vorlage Webserver 3 Years ausgestellt von meiner lokalen PKI. Hier ist es. Hier ist es auch in der Liste. Und wenn ich jetzt diesen Befehl nochmals kurz wiederhole, dann sollten wir jetzt ja eine Zeile mehr sehen. Und bei dieser Zeile ist vor allem interessant, ich sehe hier in der Spalte Template auch, dass es aufgrund des Templates Webserver 3 Years ausgestellt wurde. Das ist nicht ganz so einfach, als Information rauszuholen, weil ich mache ja eigentlich nichts anderes. Und jetzt kommt der Befehl, den ich euch versprochen habe. Ich gehe auf den Namenskontext Search. Das ist wie ein Laufwerk anzusprechen in PowerShell. CD Abstand Search Doppelpunkt. Dann bin ich im Zertifikatskontext. Kann dann einen Dir machen, also Get Child Item. Sehe da, es gibt einen Ordner Local Machine. Da gehe ich mit CD einfach mal rein. Mit Tab, um Auto zu vervollständigen. Darunter gibt es unter anderem meinen My-Kontext, also meine persönlichen eigenen Zertifikate. Und da drin sehe ich jetzt unter anderem auch mein www.judihui.com-Zertifikat. Und ich mache eigentlich nichts anderes als einen Dir auf diesem Laufwerk, das könnte ich mir auch so raus copy-pasten, könnte wieder auf C wechseln und könnte dann einen Dir machen von genau diesem Pfad und sehe sie dann auch. Das ist eigentlich der springende Punkt. Und das Ganze könnte ich natürlich mittels invoke-command auch auf einem entfernten Computer machen, wie zum Beispiel auf dem Node 01 oder Scriptblock, den ich gerne mitgeben möchte. Scriptblock, der sind immer da in diesen geschwungenen Klammern, ist dieser Dir auf diesen Local Machine My Zertifikatskontext. Und ja, schon sehe ich da eigentlich ein Zertifikat, was auf Node 1 drauf wäre. Wenn ich das jetzt in der Schlaufe nehme und das für jegliche Computer mache, die in der Auswahl ist, ist das Skript eigentlich schon fertig. Also das ist keine Raketentechnik. Eben cool ist vor allem, ich habe es dann in der GridView, im Excel, wo auch immer, ich sehe, welche Instanz hat es ausgestellt, welche Zertifizierungsstelle, ich sehe diese Serial Number des Zertifikats, ich sehe, ab wann, bis wann ist es gültig, not after. Ihr seht auch die DNS Name List. Wenn da mehrere, wenn es ein Zahlenzertifikat ist, seht ihr entsprechend wie jetzt hier Localhost, MS01, MS01, Lab 03, iTrainCA etc. Das ist das für den IIS, für den Admin Center, der automatisch so ein Self-Sign-Certificate von Localhost her generiert. Also ihr habt eigentlich alle notwendigen und wichtigen Spalten mit drin. Tja! Klingt cool.
Yay, das wollte ich hören. Okidok. Das heißt eben, klar, wie vorher schon erwähnt, wir können natürlich nur Microsoft Windows Server mit einer entsprechenden PowerShell-Version auslesen, nicht irgendwelche Netzwerkkomponenten oder sonst was, aber das ist schon mal ein großer Anfang, weil das haben wir dann meistens ja nicht so unter Kontrolle und wissen nicht so genau, was da entsprechend drin ist. Gut. Wo ist das Zeug im Einsatz, ist also mal faktisch gelöst. Auch dieses zweite Problem. Kommen wir zum Problem Nummer 3. Wann läuft es ab? Ja, also im Prinzip haben wir es ja auch schon jetzt ein bisschen gelöst, partiell gelöst. Mit dieser Liste wissen wir jetzt, wann welches Zertifikat, welches da draußen ist, abläuft. Und mit der ersten Problemlösung, um die ganze Liste der ausgestellten Zertifikate von meiner CA zu bekommen, sehe ich ja auch, wie lange die entsprechend noch gültig sind. Partiell gelöst, weil ich habe es ja mit dem immer noch nicht dokumentiert. Eine Dokumentation, wo jeder reinschreibt, wenn er irgendwo ein Zertifikat bestellt, das wäre eigentlich die Ideallösung und dann wäre es komplett gelöst und nur so. Das Problem ist, wer will schon dokumentieren, vor allem so etwas dokumentieren und Zertifikate gehen ungefähr in diese Richtung dieses Bilds. Also nicht unbedingt etwas, was extrem viel Spaß und Freude macht. Stellen wir das Thema also nochmals hinten an mit dieser Dokumentation. Wir kommen später nochmals darauf zurück, aber gehen erstmal auf das Problem Nummer 4. Wie bekomme ich ein PIM-File, ein PFX-File, ein CSR, ein CRT, ein SST? Wie funktioniert das? Zuerst mal ein bisschen zur Aufschlüsselung. Was heißt das Ganze überhaupt? Ein CSR ist ein Certificate Request File. Ein Zertifikats-Request-File, mit dem man dann Base64 kodiert, das ist dann lesbar, hat alles die gleiche Zeilenlänge mit einer normalen Schriftart, Courier-Schriftart etc. Und mit dem könnte ich jetzt zu einer externen kommerziellen Zertifizierungsstelle gehen oder auch zu einer internen Zertifizierungsstelle und könnte dort dieses CSR einfügen, in ein Multiline-Textfeld, das bezahlen, ein paar Angaben machen zur Laufzeit etc. Und dann würde ich das Zertifikat ausgestellt bekommen nach Verifizierung. Ja, aber jetzt. Wie bekomme ich so ein CSR? Ja, ich bekomme so ein CSR zum Beispiel, wenn man IIS installiert hat, ist das einfach. Da gibt es einen wunderschönen Assistenten. Aber ich köpfe diejenigen, die IIS auf einem Server installieren, nur um diesen Assistenten zu bekommen. Das sollte man natürlich nicht. Was ist denn die Alternative? Ja, ihr könnt es bei euch auf dem Client ja auch machen. Ging ja auch. Man bestellt das von eurem Client. Holt es dann auch von eurem Client, es muss ja dieselbe Maschine sein, wo es abholt, sonst macht er keinen Private Key. Oder er macht das Ganze sehr convenient über Command Prompt. Es gibt eine Exe, die heißt certrec.exe, gibt dann Parameter new, da könnt ihr ein In-File angeben und dann den Namen eines CSR-Files, das dann generiert werden soll aufgrund des In-Files. So ein In-File findet man im Internet, in Google und Co. Sieht dann ungefähr so aus, wo man all die Werte eingeben kann, wie Schlüssellänge ist er exportierbar. Dann kann dann auch unten bei den Enhanced Key Usage Extensions noch weitere DNS-Namen für ein SAN-Zertifikat angeben, ein Subject Name hier oben, den Common Name etc. Ja, wenn man das mal kopiert hat aus Google, seine Vorlage, hat man das In-File, wenn es angepasst ist, und kann mit diesem Befehl ein CSR daraus machen. Nicht sehr convenient. Kommen nachher aber noch auf eine mögliche bessere Lösung zu sprechen. Aber IIS installieren, schlechte Idee. Dann gibt es noch die CRTs, P7Bs und SSTs-Formate. Das sind alles Zertifikate ohne einen Private Key. Die haben keinen Private Key integriert in dieser Datei. Also wenn ihr da was für einen Webserver verwenden wollt oder für eine Applikation, die auch SSL machen soll, dann sind das keine Formate, die man importieren würde. Ja, ihr bekommt ja von einer kommerziellen CA auch ein CRT oder CER-File, klar. CRT und CER ist übrigens genau dasselbe. Dann wird aber lokal der private Schlüssel beim Import generiert und angehängt, diesen CRT-File. Also es ist nicht ein CRT-File selbst drin, sondern eigentlich bei euch lokal schon generiert worden beim Request erstellen. Ein CRT oder CER-File ist einfach DER-kodiert. Ein P7B-File ist PKCS7 encodiert und ein SST-File ist Microsoft Serialized Formatted. Das sind einfach ein paar bisschen andere Formate, Inhalte, je nachdem versteht es ein System oder halt eben auch nicht. Microsoft versteht all diese drei Formate wunderbar.
Aber je nachdem muss man es halt vielleicht in einem anderen Format für andere Systeme exportieren. Aber da geht es wirklich nur um ein Zertifikat ohne Private Key, das man da exportiert. Also da geht es nur um zum Beispiel zu sagen, vertraue dem Zertifikat, weil es vielleicht sonst nicht vertraut ist direkt. Oder ein Zertifikat von einer Zertifizierungsstelle, dem man dann Vertrauen schenkt. Gut. Exportieren grundsätzlich kann ich mit im GUI einfach mit rechter Maustaste auf das Zertifikat, All Tasks, dann exporten, da kann ich auswählen, welches Format ich haben möchte. Auf PowerShell-Ebene müsste ich erstmal eine Variable befüllen mit dem DIR, also Get Child Item von dem Zertifikat, das ich haben möchte, auch auf diesem cert.com Drive, das dann Microsoft PowerShell verwendet. Und wenn das dann in dieser Variable gemerkt ist, können wir mit Export Certificate dieses Zertifikat, das wir vor in der Variable gespeichert haben, auf einen File-Path exportieren. Es gibt noch ein paar mehr Parameter, auch zum Format etc. Aber das wäre hier der Weg, den wir gehen könnten. Leider haben sie es nicht möglich gemacht, dass man hier direkt einen Fingerprint angeben könnte, einen Thumbprint dieses Zertifikats. Aber eben, wie so auch einfach, wenn es kompliziert geht. PFX ist das Dateinamensformat für ein Zertifikat mit einem integrierten Private Key, der natürlich passwortgeschützt ist. Und ein PFX-File kann man eigentlich genauso exportieren im GUI mit rechter Maustaste das Zertifikat All Tasks Export und wählt dann einfach, ich möchte den Private Key mit exportieren. Dann wird ein Passwort verlangt oder man kann sagen, wenn du Mitglied bist dieser Gruppe, dann darfst du es entsprechend auch ohne Passwort öffnen. Und ansonsten für PowerShell ist es genau dasselbe, macht sich erstmal das Objekt, die Variable Cert und nimmt dann einfach das CMDLET Export PFX Certificate, anstatt nur Export Certificate. Aber sonst die gleichen Parameter. Gut, dann haben wir noch ein PEM-File. Da kommen die lustigen Netzwerktechniker und sagen, ich möchte noch ein PEM-File haben, bitte. Und dann muss man wieder das Internet durchforsten und fragen, was jetzt schon wieder ein PEM-File ist, bis ich zu dem komme. Im Prinzip ist es einfach ein Zertifikats-File-Format, das einen Private Key beinhalten kann, aber nicht zwingend muss. Und das Ganze ist aber im Textformat abgelegt, Base64 kodiert. Also es ist im Austausch relativ einfach, weil es textbasierend ist, ASCII-basierend ist. Und nicht so ein Spezialitätenformat wie PFX, das halt eben wirklich nur bestimmte Systeme, die da ausgerüstet sind, diesen Wissen entsprechend auch lesen können oder generieren können. Deshalb kommen halt Netzwerkgeräte und Third-Party-Geräte meistens auch gerne mal mit dem PEM-Format um die Ecke. Dieses PEM-Format erreichen wir, indem wir zuerst mal ein PFX exportieren, wenn wir auch den Private Key drin haben möchten. Dann haben wir, ja gut, das sind jetzt nicht CER, das müsste dann PFX heißen natürlich, ein kleiner Typo hier im Slide. Und dann müssen wir uns ein Tool runterladen vom Internet, das ist Open Source, das ist OpenSSL.exe und könnten dann, also selbst die URL dazu, dann können dann die entsprechenden Parameter angeben, das ist das PFX-File, das ich da gerne reinhauen möchte, das PEM-File soll dann so heißen und diesen Pfad abgelegt werden und dann könnte ich noch das Passwort angeben, das würde mich aber auch das Tool fragen automatisch, wenn ich es nicht mit angebe, dann kann ich es auch versteckt eingeben oder dass man sieht, wie es lautet und dann wird dieses PFX-File in ein PEM-File konvertiert. Tja, eigentlich eine einfache Sache, aber doch ein paar Schritte, die man da machen müsste. Und ich habe einfach gedacht, das muss viel einfacher gehen. Und habe ich dann eben dran gesetzt und das Ganze versucht, etwas einfacher zu machen. Und das möchte ich euch in einer kleinen Demo nochmals zeigen. Da gebe ich nochmals kurz meinen Demo-Rechner frei. Und gehe dazu mal in meine ISE. Mache erstmal, stelle noch erstmal sicher, dass mein Verzeichnis wirklich clean ist. Ich habe da drin jetzt nur noch ein CSV und diese Demo PS1, die für mich die Gedächtnisstütze ist. Ja, lösche mir den Bildschirm nochmals. So, ich möchte gerne ein SAN-Zertifikat, also eines mit mehreren DNS-Namen drin erstellen. Und jetzt für das Ganze müsste ich ja das Ganze im GUI machen oder über ein INF-File, ein CSR machen und dann dieses CSR mit Certutil in die PKI reinballern oder über Get Certificate reinballern. Und das ist natürlich cooler, wenn man das Ganze so machen kann. Und zwar habe ich dann CMDLET geschrieben, new-certificate or request.
hat einen Parameter, der heißt CN für Common Name, da kann man den Common Name mit angeben. Dann hat es einen Parameter DNS, da kann ich Komma getrennt beliebig viele DNS-Namen erfassen, die ich im Zertifikat, im SAN-Zertifikat integriert haben möchte. Ich kann natürlich auch nur einen angeben, wenn es nur einen haben soll. Dann gebe ich, wenn ich will, das Template an, aufgrund wessen das Zertifikat erstellt werden soll oder ausgestellt werden soll. Ich habe hier das Template Web Server 3 Years. Und ich kann hier, wenn ich möchte, noch Notizen angeben, von wegen, das ist ein Cert für den IIS auf dem Server Management 01. Und dann das Ganze noch im Verbose Mode. Da habe ich ein paar Verbose-Meldungen drin im CMDLET, dass das Ganze noch ein bisschen schöner gezeigt wird. Ich starte diese Zeile mal. Er verrate natürlich ein Passwort, weil ein PFX, das ich am Schluss bekomme, muss natürlich passwortgeschützt sein. Ich wähle da ein besonders schwieriges Passwort und lasse das mal laufen. Also er hat einen Pfad evaluieren, da sucht er heraus, wer ist gerade angemeldet, auf welchem Computer. Er holt sich das Zertifikat, importiert es lokal mit dem privaten Schlüssel, exportiert es dann als PFX-File, legt es hier automatisch ab in diesem Pfad. Und wenn ich jetzt hier einen Dir mache, dann sehe ich, ich habe hier ein drittes File bekommen, dieses PFX. Und dieses PFX, man sieht es hier drinnen übrigens nicht, es war mal kurz da, bis es exportiert wurde, dann wird es aber bereinigt und wieder gelöscht, weil ich habe es ja als Export. Also ich habe da keine Leichen, keine Sammlung darauf. Aber meine Empfehlung ist eigentlich, definiert einen Server, einen Administrationsserver etc. oder einen Client, auf welchem ihr jegliche Zertifikate bestellt, und zwar jeder. Am besten eine virtuelle Maschine als Admin-Server, die jedem Administratoren, der auch das Recht haben soll, Zertifikate zu bestellen, zugänglich ist, und der kann da drauf und kann entsprechend das Zertifikat so bestellen. Somit ist das alles auf der gleichen Maschine passiert. Ich komme nachher noch darauf zurück, weshalb das so genial ist, dieser Ansatz. Aber um zu zeigen, was ich natürlich jetzt auch importieren kann, sage ich hier mal Import. Sage hier, das File ist unter ctemp. Es ist ein PFX-File, wähle hier die Dateinamenserweiterung, wähle das File aus, sage Open, Next, gebe das Passwort an, sage dann auch so wieder exportierbar sein, wenn ich das so haben möchte, Next, Next, Finish, Import was successful, hier haben wir unser www.test.ca-Zertifikat von der Route ausgestellt, aufgrund der Vorlage Webserver 3 Years, mit privatem Schlüssel. Und in den Details, wenn wir hier auf Subject Alternate Names gehen, sehen wir auch, dass alle diese Namen integriert sind. Also das PFX ist wirklich funktionell. Ist nicht nur einfach eine Demo, Fake-Demo oder sonst irgendwas. Gut, gehen wir mal weiter. Lasst uns mal ein Zertifikat erstellen, genau gleich wie vorher, aber dieses Mal bitte als PEM-Datei. Das ist der einzige weitere Parameter, den ich hier noch gebe, ist PEM-File. Das ist ein Switch-Parameter. Minus PEM-File, das war es dann auch schon. Ich klicke das mal an, die ganze Zeile, führe das mal aus. Ich muss wieder ein Passwort eingeben, weil auch immer noch ein PFX generiert wird. Ja, und da habe ich ja extra noch eine Notiz gemacht, läuft nicht aus dem ISE raus, damit ich das gleich weiß. Aber nein, natürlich, ich mache es dennoch. Ich gehe also ins PowerShell-Fenster. Wichtige Information, in der ISE darf man nicht alles immer für voll nehmen. Da laufen gewisse Dinge nicht, wo im normalen PowerShell-Fenster funktionieren. Also nicht so lange bei einem Fehler hirnen, einfach mal ein PowerShell-Fenster aufpoppen lassen und es da probieren. Da funktioniert es nämlich dann traumhaft. Damit das funktioniert mit dem PEM-File, müsst ihr natürlich das OpenSSL-Exe herunterladen und in einem Word Directory installieren. Also da habe ich auch nicht das Rad neu erfunden. Da wird einfach das OpenSSL noch angesprochen, sobald das PFX-File vorhanden ist. Und es wird konvertiert. Und das Passwort wird kurz ausgelesen und mitgegeben. Somit haben wir jetzt hier im Verzeichnis, jetzt habe ich es natürlich im C erstellt, spielt auch keine Rolle, ein PFX und ein PEM-File. Wenn ich dann mal mit dem Notepad das PEM-File aufmache, dann sieht man auch, dass es wirklich schön ASCII-Format lesbar ist. Natürlich auch gefährlich, weil der Private Key sitzt da wirklich einfach freiliegend hier. Also trauschau wem, das nicht irgendwo herumliegen lassen. Man kann es natürlich auch mit weiteren Parametern Passwort schützen, ist auch möglich, könnte man auch tun. Gut. Lasst uns zurück in die ISE gehen. Jetzt möchte ich gar kein Zertifikat von der internen CA abholen, ich möchte ein Zertifikats-Request erstellen und das Ganze von einer externen kommerziellen PKI holen. Dann habe ich das auch machen mit diesem gleichen CMDLET, New Certificate or Request.
sagt dann einfach auch CN und DNS-Namen als Parameter und kann dann aber auch, anstatt ein Template anzugeben, sagen, die Lifetime soll zum Beispiel 2 Jahre sein. Nur um zu zeigen, ein bisschen zu prollen, wie gut das Ganze ausprogrammiert ist, wenn ich ein Lifetime nehme und ein Slash mache, dann bekomme ich auch schon einen Tooltip mit all den möglichen Werten, die man da eingeben könnte. Das wird dann nicht etwas vertippt. Das gibt ein Validate Set, das dahinterlegt ist. Auch in den Notizen und Variables Mode. Und wenn ich das mal so starte, also sprich das Parameter Set verwende, das eben kein Template erwähnt und dann mal vorher noch den Bildschirm lösche, dann wird mir ein CSR generiert, das ich mir da jetzt auch anschauen kann mit dem Notepad. Und das kann ich dann einfügen im Multiline-Textfeld und brauche dazu keinen IS und kein Inf-File und kann mir diesen Headache eigentlich komplett nehmen. Es gibt hier noch weitere Parameter, die ich verwenden könnte. Ich könnte auch die Keylengths angeben, die es einfach standardmäßig und nichts angibt, ist die 2048. Ich kann sagen, mit dem Switch exportable, ob es auch der Private Key exportable sein soll. Standardmäßig wäre das nicht. Und ich kann auch den Encryption Algorithm angeben, auch hier vielleicht noch, um ein bisschen zu prompt, auswählbar. Ha, man muss es nicht wissen, man wählt es aus, man haut es einfach hin. Also allgemein ist es natürlich auch dokumentiert, dass wenn wir dann Get Help machen auf New Certificate or Request und das mal in einem Window anzeigen lassen, dann sieht man da sehr schön, Synapsis, Description, alle Parameter sind durchdokumentiert, sie akzeptieren auch Pipeline-Inputs, werden wir gleich nachher noch sehen. Alles eigentlich selber durchdokumentiert. Man sieht auch die entsprechenden Parametersets. Ein Parameterset ist halt eben, wenn man einen CSR generieren möchte, da muss man auch die Keylengths angeben, wenn man möchte, etc. Und wenn man ein Zertifikat direkt erstellen möchte, gibt man hier einfach den Template-Namen an. Dann auch noch Examples, die da drin sind. Und wenn wir das Ganze noch auf die Spitze treiben, können wir noch einen Show-Command machen auf New Certificate or Request. Dann sieht man auch das Ganze schön visualisiert. Mit der Auswahlbox, mit der Lifetime, mit den 2 Parametersets, die es da gibt, hier für den CSR zu generieren oder ein lokales Zertifikat von der lokalen PKI zu holen. Gut, des Weiteren ist eben auch Pipeline-fähig. Ich zeige euch hier mal kurz das Service CSV. Das beinhaltet da ein paar Spalten, den CN, den DNS-Namen, die Lifetime und auch die Notizen. Ich könnte natürlich auch noch das Template reinnehmen und andere Dinge. Ich könnte das Ganze auch von einem anderen Ort abholen, spielt da keine Rolle. Aber wenn ich jetzt einen solchen Import-CSV mache und mal nur den Import-CSV abschicke hier, dann bekomme ich das wunderschön als Objekt zurück in PowerShell. Und das jage ich jetzt halt einfach in dieses New Certificate or Request mit dem Template Web Server 3 Years in Verbose Mode. Und wenn ich das so tue, da macht es natürlich am Anfang mal die Frage nach dem Passwort und dann macht es ratsch, 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 ratsch. Und schon habe ich ein PFX-File für jedes einzelne Zeilchen in diesem CSV. Ziemlich cool. Wenn ich jetzt auch noch ein PEM-File möchte, dann führe ich das halt so aus. Das geht aber eben nicht im ISE, also breche ich mal schön ab. Aber ihr könnt es euch vorstellen. Und ja, auch hier, wenn ich ein CSR haben möchte, nur ein Request-File, dann hat es da schon einen gegeben, der so heißt, den überschreibe ich einfach mal. Dann habe ich auch hier die ganzen CSRs zu diesen PFXen, die ich da erhalten habe. Ziemlich cool. Was man auch noch sagen muss, ich meine, ich habe jetzt ja hier in diesem CSV-File habe ich ja auch noch eine Notes-Spalte gehabt. Und das ist da hinten, da sage ich immer, für welches System ist das? Es wäre ja noch wichtig zu wissen an der Dokumentation, wo es dann entsprechend abgelegt oder gebraucht wird. Ich habe auch hier bei meinen ganzen Befehlen hier noch Nodes als Parameter erwähnt. Ich könnte hier auch als weiteren Parameter noch sagen, wo dann mein Log-File liegen soll. Standardmäßig wird es einfach auf C Windows System 32 geschrieben. Und visualisieren kann ich dieses Log-File mit einem weiteren kleinen CN-Delet, das ich in dieses Modul eingefügt habe, getCertLog. Wenn ich das nämlich ausführe, macht er mir eine Grid-View und zeigt mir jegliche Einträge dieses CSVs, das er da jedes Mal schreibt. Wenn jeder auf der gleichen Admin-Maschine zentral auf meiner Umgebung Zertifikate requestet, wird das schön gefüllt
Man sieht sehr schön, wer hat auf welcher Maschine, mit welchem Common Name, mit welchem DNS-Namen oder welchen DNS-Namen, mit welchem Expiration Date, zu welchem Datum, mit welchen Notizen ein Zertifikat bestellt. Als nächstes ist natürlich in einem Skript noch erweitern mit eigenen Spalten, die ihr gerne haben möchtet, etc. Es geht nur mal darum, eine Idee zu generieren, wie das Ganze aussehen könnte. Wie eine IP-Liste, so eine ominöse, oder IPAM das ein bisschen ersetzt, müsste man eigentlich auch etwas für Zertifikate haben, um das wirklich sauber machen zu können. So, das heißt, wie bekomme ich sowas, ist gelöst. Mit so einem Script kann man das vereinfachen, was sonst auch möglich ist, aber ein bisschen umständlicher möglich ist nur. Und kommen wir zurück auf, wann läuft es ab. Jetzt haben wir es komplett dokumentiert, dank diesem CSV, das geschrieben wird. Und somit ist auch dieses Problem jetzt ziemlich komplett gelöst, wenn sich alle daran halten und auf dieser zentralen Admin-Maschine die Zertifikate bestellen. So viel zu meinem Content. Ich bin extrem pünktlich, ich bin extrem stolz auf mich. Es ist 58. Ich möchte aber dennoch noch Raum für Fragen lassen und frage mal unsere Moderatoren, ob es da irgendetwas gegeben hat an Fragen. Oder ob alle jetzt so gestoned sind. Also ich hoffe, die Qualität hat gepasst. Bringt uns bitte Feedback, bringt uns weitere Leute, teilt das Ganze, ich kann es nicht oft genug sagen. Und somit wünsche ich euch einen schönen Abend. Die Aufnahme gibt es, wie gesagt, in ein paar Stunden auf dieser Seite. Und auch die PowerPoint-Slides werde ich hochladen entsprechend. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis in 2 Wochen. Ich zähle auf euch zur Klassensession. Macht's gut und tschüss.